Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sacred. In der vergangenen Aufnahmesession haben wir begonnen, die Elemente Ankarias zu suchen und sind mit dem Feuer- und Luftelement doch schon ziemlich gut vorangekommen. Jetzt suchen wir das Element der Erde und sind dazu das Reich der Dunkelelfen in Zuragnar vorgerückt. Nur dummerweise haben wir uns hier in diesen ganzen großen Höhlensystemen mehr oder weniger verlaufen und wir müssen uns jetzt erstmal neu orientieren und einen passenden Weg zu der Kammer finden, wo sich denn dieses Element aufhält. Und ich habe mir auch die letzten Parts nochmal angeguckt und auch nochmal, ja, um nachzuvollziehen, wo wir jetzt quasi überall lang gelaufen sind und ob es da vielleicht auch noch Stellen gab, wo wir die wir hätten vielleicht auch aufsuchen können. Und mir ist in der Tat was aufgefallen. Und zwar eine Art Thronsaal, wo wir schon waren, aber nicht weitergegangen sind. Und ich möchte ganz gerne zu diesem Thronsaal nochmal zurückgehen. Und mal schauen, vielleicht haben wir ja da ein bisschen mehr Glück. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie viele Items wir noch drin. Ah ja, wir sind ja voll. Wir sind ja. Alter, ey, das ist ja. Ja, wir sind ja bis zum Rand restlos voll. Krass. Ein Händler wäre jetzt hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Gucken wir mal. Ah ja, hier ist die. Ah, okay, hier ist der Höhenaus. Hier ist die, ob es sagt, die Höhentreppe. Okay, und dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier lang. Hier war das, glaube ich, ne? Genau. Genau, genau, genau. Morgwart! Tschüss. Komm, jump du auch nochmal richtig schön für mich nach hinten. Oh ja, so gehört sich das. Darauf stehe ich. Aber voll. Okay. Hier ist der Thronsaal. Zumindest soll das ein Thronsaal sein. Das. Oh, was anderes. Ich weiß das jetzt gar nicht. Zumindest sieht das hier so aus, ne? Dunkelelfische Priesterin. Charlie Nord, der Dunkelelfen. Was ist denn mit dem hier? Aha. Ja, das ist ja schön, dass wir den nicht angreifen können. Warum nicht? Der wird uns als freundlicher NPC angezeigt. Ja, okay. Ah ja. Guck mal da. Da ist noch eine Tür, wo wir hätten lang gehen können und auch lang gehen werden. So. Wir beseitigen erstmal diese ganzen Herrschaften. Und auch diesen Walk. Und dann sind wir irgendwo. Aha. Soll das hier eine Höhle in der Höhle gewesen sein? Oder was ist das? Das sieht aber schön aus. Sieht aus wie eine Stelle, wo Rituale abgehalten werden. Ne? Hm. Das sieht aber wirklich nach einer Beschwörungsfläche oder sowas aus. Da ist ein Portal. Aha. Hm. Passiert offensichtlich nichts. Und der da. Der sieht aber nicht mehr ganz so heile aus. Können wir da drauf? Ich teste das mal gerade. Ja, passiert aber nichts. Okay. Schauen wir hier mal weiter nach. Aha, aha. Okay, hier geht's wieder raus. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, final wichtig sind wir ja immer noch nicht. Schauen wir mal weiter. Hier sind auf jeden Fall auch Sklaven. Mhm. Ilim! Guckt euch an, ihr seid total im Arsch. Okay, sind das jetzt etwa die Sklavenunterkünfte oder was? Das ist der Bäuerin. Aha. Aber ich gehe nochmal einen Schritt nach hinten.
Mist, nämlich noch was aufgefallen. Und das möchte ich ganz gerne nochmal überprüfen. Kommen wir hier weiter? Nee, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Aber ich war der Meinung, da hinten ging es auch noch weiter. Und das möchte ich mir vorher auch nochmal angucken. Also gehen wir jetzt hier nochmal diesen Weg zurück. Und dann hier wieder durch und gehen wir mal nach rechts weiter. Wo kommen wir denn hier eigentlich lang? Oha. Interessant. Was ist denn hier? Aha. Charlie nur der Dunkelelfen. Der sah schon mal aus wie ein Hauptmann oder ein General oder sonst was. Auch wieder irgendwelche Leute geopfert, ey, krass. Ach du Kacke. Hier werden aber ganz viele Leute geopfert. Alter, wie schlimm. Morgwart, der Dunkelelfen. Okay. Gut. Dann haben wir hier alles erledigt und jetzt gehen wir erneut hier lang und dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Vielleicht sollten wir auch wirklich mal versuchen, auch dahin zu rennen, wo der Hauptquest-Fall meint, wo wir hin müssten. Wäre ja auch mal eine logische Maßnahme. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert. Ah, okay. Oha. Hier sieht es wieder etwas sehr edel aus. Ich verstehe manchmal die Raumaufteilung von denen nicht. Hallo? Dunkel habe ich ja schon mal nah hier. Okay. Ja, die legen wir auch mal um. Was haben wir denn hier noch so? Oberste Matriarchin. Da hinten. Maiglavari. Okay. Da würde ich mal sagen, hier kloppen wir uns mal definitiv ein bisschen sorgfältiger durch den Gehen. Sieht aus wie eine Seraphimor. Ah, guck mal, was wir gefunden haben. Geifernder Schlüssel zum innersten Suragnas. Ja. Wurde uns aber auch nicht weiter angezeigt, ne? Herrlich. So viel dazu. Was bedeutet? Jetzt haben wir wohl endlich mal was Passendes gefunden. Schön. Und dann rennen wir doch mal dem Questfall mal hinterher. Der wird ja schon wissen, wo wir hin müssen. Tanten wenn. Jo. Auha. Was ist das? Das ist aber eine schöne Sicherheitsvorrichtung. Und was soll denn das? Soll uns das bringen? Ach. Das macht uns ja nichts. Kommt, da rennen wir da einfach mal durch. Ich glaube, das war nicht Sinn und Zweck der Entwickler, dass man hier durchrennen kann, aber wir tun das so einfach mal. Aha! Steingeborene Medusa. Hm. Die müssen wir ja wohl auseinandernehmen. Also kein Drache, sondern eine Medusa. Interessanterweise erstarren wir nicht in Steinen, wenn wir sie angucken. Donner trotz der Seereich. Das ist ein Schild. Das ist ein hervorragender Schild. Komm, weg mit dir. Krass, Donner, trotz der Seereich.
Hatten wir nicht auch nochmal die... Nee, das ist der blitzende... Die blitzende Spitze der Serie. Es gibt auch noch ein Schwert. Ich glaube, das hatten wir aber noch nicht. Ach ja, das ist ja cool. Dann trotz... Genau. Stahl ist der Säbel. Cool. Na, das ist doch was. So, wenn wir hier gerade den Medusa den Kopf abgehackt haben, dann liegt es doch auch nahe, dass hier auch irgendwo das Ding sein muss. Das Element. Ah, gucken wir mal weiter. Das sieht mir da irgendwie auch ziemlich elementastisch aus. Oh, so. Du kannst mal weg. Donner trotz der Serie. Ich Schaden, ja, zusätzlicher Schaden plus 26. Das ist sehr fein. Aber wir nehmen natürlich weiter in unsere Äxte. Och ja. Eine Brücke, Brücke, Brücke. Und dann noch eine Statue. Wer auch immer das sein soll, wahrscheinlich wieder so eine Soragnarische Gottheit. Ich habe jetzt keine Lust, mir aber dieses Ding genau anzugucken. Und wir gehen jetzt hier hin. Ah ja. Das sieht so aus, als ob wir hier richtig sind. Ah, guck mal. Das nächste Element an Karias. Das der Erde. So, ich würde sagen, jetzt bist du unsers. Das Element der Erde. Hervorragend. Und wir speichern auch gleich ab. Und können uns jetzt glücklich schätzen, dass wir im Besitz von drei Elementen sind. Und dieses Portal nehmen wir doch auch mal gleich. Gab es eine Portalrune oder sowas? Nee, scheinbar nicht. Okay. Fehlt ja nur noch das Element des Wassers. Und das weiß ich ja, wo es ja auch schon gibt. Wo es das gibt. Und da waren wir mehr oder weniger schon zufällig, weil wir uns dahin verirrt haben. Ja. Weil wir ja quasi dieses Element gesucht haben. Wir könnten jetzt quasi wieder den Weg zurückgehen, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt tun, sondern ich möchte mit euch eigentlich einen offiziellen Weg aufsuchen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hier raus. Legen diese nichtssagenden Leute um. Und werden vor allem erstmal unser Inventar ausmisten. Das geht ja gar über keine Kuhhaut. Dann müssen wir nämlich dahin. Die Elemente an Kargias, das ist nämlich das Wasserkraftwerk. Ein riesengroßer Stausee. Und ja, was es damit auf sich hat, das werden wir ja eh gleich erfahren, wenn wir da hingehen. Aber wir verkaufen zuerst ein paar Sachen. So. Ich würde ja vielleicht auf eine bestimmte Sache auch noch einen kurzen Hinweis Bezug nehmen. Wem das ja aufgefallen ist. Es gibt ja verschiedene Seereich-Teile. Einmal Donner der Seereich und einmal hier Blitze der Seereich. Also quasi vom Namen her könnte man ja eigentlich meinen, ja fast eigentlich ein Set-Teil. Ja gut, außer Blitz und Donner. Das ist, ja, wurde mehr oder weniger zweigeteilt. Und das hat meines Erachtens einfach bloß damit was zu tun, wegen den Waffen hier. Es gibt einmal quasi diese Lanze als Waffe und einmal Schild und Schwert als andere Set-Waffe. Und, oder Waffenausrüstung. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ja entweder bloß die Lanze oder nur Schild und Schwert nehmen kann, dass sie sich dann gesagt haben, okay, um dieses Problem zu umgehen, dass man dann das Set-Teil, wenn man das komplett tragen möchte, um dann zusätzlichen Bonus zu bekommen, ja, dann haben sie sich bestimmt überlegt, dann machen wir daraus wenigstens zwei Teile, damit wir dieses Problem umgehen können. Das ist meine Erklärung dazu, warum es da einmal die Blitz und einmal den Donner gibt. So.